Moin Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Kennt ihr das, wenn ihr nach einem stressigen Schul- oder Arbeitstag nach Hause kommt und wollt einfach mal eine Runde zocken, aber ihr wisst nicht was? Tja Leute, das Problem kenne ich sehr gut. Deswegen werde ich auf meinem Kanal jetzt ein neues Format machen, das einfach heißen wird Free-to-Play-Games oder so, keine Ahnung. Ich denke, es wird so heißen. Und in diesem Format geht es dann einfach darum, dass wir ein paar Free-to-Play-Titel antesten. Und vielleicht ist ja für euch der ein oder andere Titel dabei, wo ihr denkt, boah geil, den will ich unbedingt mal ausprobieren. Denn es ist ja so, man hat nicht immer Bock auf das Gleiche und man hat auch nicht immer das Geld, sich neue Spiele zu kaufen. Und vielleicht ist ja irgendein Free-to-Play-Titel dabei, wo ihr euch denkt, boah geil, das ist ein guter Zeitvertreib für zwischendurch. Ich will jetzt aber gar nicht mehr so lange labern. Ich würde sagen, gehen wir einfach mal in die erste Folge. So Leute, das sind wir auch schon im Spiel und wir können schon sehen, ja, grafisch ziemlich simpel gehalten und oh mein Gott. Animation ist mal wieder on point hier, Alter. Und das ist jetzt erstmal das Tutorial und wir gucken uns das Ganze mal, Alter, wie schnell rennt denn der? Jo, Junge. Hoho, Junge, wie rennt der denn, Alter? So, und das, was ich sagen wollte, das ist jetzt erstmal das Tutorial. Wir gucken uns das Ganze jetzt erstmal an und spielen mal ein paar Runden. Und dann mache ich ein kleines Fazit zu dem Spiel. Und ja, gehen wir mal zum Punkt. So, was ist, mach eine Rolle, was? Okay, alles klar. Alter, mein Controller spackt wieder rum, einen kleinen Moment. So, jetzt. Muss ab und zu mal den Stick rausziehen. So, yay. Drücke R2 und schwingt deine Axt, okay. Hallo? Ja, fälle den Baum. Ach so, oh mein Gott. Ach so, ja, okay, alles klar. R1, Feuer, okay. Ah, okay, alles klar. Ach so, wir sollen uns quasi wärmen. Okay, bleib im Feuer, um dich aufzuwärmen. Das heißt also, wir müssen uns anscheinend auch wärmen, sonst sterben wir. Geil. Das ist natürlich richtig geil. Und da suche ich den Hinweis. Was? Wie kann man das untersuchen? Ach, Viereck, okay. Was? Da ist anscheinend was. Oh, ein Gegner. Ein Dummy anscheinend. Bam, Junge! Komm her! Zack! Oh, nochmal! Zack! Junge! Bam! Ja, das war sauber, würde ich mal sagen. So. Und sorry für meinen Controller, der spackt leider wirklich ein bisschen rum. Aber das macht nichts. Ich werde mir irgendwann nochmal einen neuen holen, werde den mal reparieren. Fälle die Bäume, um Holz zu sammeln. Yo! Dieses Spiel, wie gesagt, Darwin Project, muss anscheinend ziemlich neu sein. Weil es ganz oben auf der Free-to-Playliste stand im Store. Und das Ganze braucht nur 6 GB. Das heißt. Was sollen wir jetzt bauen? Hallo? Ein Pfeil, okay. So. Ein Upgrade. Was? Was will das Spiel jetzt von mir? Achso. Oh, wir sollten drei. Achso, okay. Ah, okay. Also. Ich war gerade ein bisschen verwirrt. Bogenschießen. Was ich sagen wollte. Das Spiel, ne? Das braucht, sagen wir mal, so um die. 6 GB waren das, glaube ich. So 6, irgendwas GB. Also ein ziemlich, fliegen. Wow. Nice. Das Spiel braucht ungefähr so um die 6 bis 7 GB. Also ein ziemlich kleines Spiel. Zerstöre die Behälter, um Darwinium zu erhalten. Keine Ahnung, was das sein soll. Aber egal. Rein da. Zack, zack. Bam, bam. So. Ja, das Upgrade-Menü erlernt die Fähigkeit abheben. Ich bin schon abgehoben. Ah! Ich weiß, da war schlecht. So, die Fähigkeit. Wow, what the fuck? Die Meteor, okay. Alter, was geht hier ab? Yo, Alter. Abgeschlossen, yo. Geil, Tutorial abgeschlossen. So, Freunde, das war das Spiel. Wir sehen uns beim nächsten Video. So, Leute. Üben gegen die KI. Herzlichen Glückwunsch. Die haben das Tutorial überlebt. Oh, konnte man sterben? What the fuck? Sie haben das Tutorial überlebt und sich eine Mahlzeit verdient. Genießen Sie etwas Ramen?
Warum Rahmen? Muss ich das jetzt verstehen? Warum guckst du so hässlich, Mann? Die Arena ist ein gefährlicher Ort. Wir empfehlen Ihnen, ein Übungsspiel gegen unsere künstlichen Insassen zuerst abzuschließen. Ja, machen wir eine Testrunde. Ich würde sagen... Nein, brauchen wir nicht. Wir sind richtig hart, weil gucken wir uns mal unseren Typen an. Der sieht richtig, also... Bruder, ich glaube, der rappt alles. So, was haben wir denn hier? Klassen. Jetwings, Grapple, Gauntlet, Headhunter, Drone. Kann man da... Wow, kann man nicht. Okay. Umkleide. Alles klar, Bruder. Alles klar. Gar nicht teuer. Alter, wie sieht er denn aus? Bruder, wie sieht er aus? Wir brauchen so einen richtigen Idioten. Alter. Ja, komm, so ein richtiges Weißbrot. So einer, so ein richtiger Neuling. Okay. Was? Na klar, wieder was, wofür man echt Geld ausgeben kann. Wer hätte es nicht gedacht? Ja, So, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal eine Runde und gucken mal so, was uns denn so in dem Spiel erwartet. Ich denke, wir werden übelst verkacken, weil ich keine Ahnung habe, so richtig, wie man dieses Spiel spielt. Aber macht ja nichts. Und schau mal an dieser Stelle, falls ihr mehr von Darwin Project sehen wollt, falls euch das Spiel interessiert, falls ihr Spaß beim Zuschauen habt, dann lasst es mich wissen. Dann produziere ich noch gerne eine weitere Folge von Free-to-Play oder beziehungsweise von Darwin Project. Und wir können auch gerne ein Let's Play daraus machen, wenn ihr das wollt. Und ansonsten, Freunde, genießt weiter das Video und let's go. So, Leute, da sind wir jetzt auch schon im Spiel. Hat nicht lang gedauert, ein paar Sekunden. Wir nehmen einfach mal die Jetwings, weil wir das gewohnt sind. Meteor abheben ist gut. Ja, okay, keine Ahnung. What the fuck? Ach so, oh shit. Es geht schon los. Bruder. Hä? Huch. Was denn jetzt? Ach, das war nur die Lobby. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie man dieses Spiel spielt. Oh mein Gott. Es ist, glaube ich, so eine Art Battle Royale, habe ich gerade so irgendwie nachgedacht. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Kann man die Bäume hier nicht fällen? Oh mein Gott, das geht nicht. Warum geht das nicht, verfluchte Scheiße? Ich kann die Bäume nicht fällen. Ja, so kleine Kackäste, wer braucht denn das schon? Da hätte es ja im Fortnite besser funktioniert. Na, also, ich will jetzt keine Vergleiche mit Fortnite machen, aber warum kann man die großen Bäume nicht sagen, Bruder? Und ach du Scheiße, unsere Dings geht runter. Unsere, na hier, mit Kälte und so, ihr wisst Bescheid. Ja, warum habe ich jetzt überhaupt dieses Ding hier genommen, diesen Typen mit den, mit den Flügeln? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Shipment, ja. Ja, Shipment. Dies, das, Call of Duty. Oh, Bruder. Wir werden die erste Runde so hart verkacken, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, wie das hier läuft und wie das funktioniert. Ja. So, ja. Erster Eindruck vom Spiel ist ganz stabil. Kann ich mir vorstellen, können witzig werden. Ich meine, es ist jetzt natürlich kein Fortnite oder kein PUBG oder so. Aber es ist von sich an eigentlich eine coole Idee. Weil das mal so eine andere Art von Battle Royale ist. So, ne Quatsch. Meteor, okay. Feuer. Wehren wir uns mal. So. Oh, what the fuck. Oh mein Gott. Junge. Komm her. What fuck, Junge? Nee. Ich bin einfach tot. So, Leute, da sind wir auch schon in der neuen Runde. Ich habe jetzt einfach mal eine andere Klasse gewählt. Diesen komischen Handschuh hier, diesen Gauntlet oder wie das Ding auch immer heißt hier. Ich habe den Vornamen vergessen von dem Ding. Vornamen. Ja, moin, wahrscheinlich haben auch Waffen Vornamen. Okay. Puh, Alter. Was war das denn gerade? Zack. Zack. Boah, Bruder. Was sind hier so gelenkig? Boah. Okay, kann man irgendwie... Kann man... Upgrade-Menü... Barriere, okay. Abriegelung. Okay. Na...
Yeah, Alter, voll geil. So ein Greifhaken ist natürlich praktisch. Änderungsklasse. Gucken wir uns mal den hier an. Oh Gott. Ah, okay. Okay, das ist also die... Okay, alles klar. Ja, jetzt können wir es nicht mehr ändern. Geil, jetzt müssen wir die Klasse spielen. Gut. Ja, was soll ich machen? So, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go, Alter. Ich werde hier wieder durch die Gegend gekickt. So, let's go. Okay, alles klar. Das Ding sammelt quasi für uns. Gut, jetzt muss ich mal mich ein bisschen konzentrieren. Kann man die Dinger hier abbauen? Geht das? Also, okay. Wir können anscheinend diese Knickäste hier umklatschen. Das ist wohl das Einzige, was geht. Dann ist das so. Ja, auch grafisch gesehen ist es jetzt natürlich kein Renner, sagen wir es mal so. Was war da gerade? Hab ich da? Na, egal. Grafisch gesehen ist natürlich auch kein Renner, aber ist immer ehrlich, ist ein Free-to-Play-Spiel und Free-to-Play-Spiele müssen jetzt nicht unbedingt unnormal krass aussehen. Ich finde, Free-to-Play-Spiele sind auch in Ordnung, wenn... Was ist das? Kann ich da... Ah, oha, wir können die Spieler sehen. Da sind wir. Okay. Das heißt, bei uns ist gerade keiner so im Gebiet. Das ist natürlich vorteilhaft so, ne? So, ich hoffe natürlich, ihr habt auch Spaß an den Videos hier. Im Endeffekt... What? Ich habe gerade ein armes Tier getötet. Oh mein Gott. Das war jetzt fies. Baum, bisschen Holz. Ja. Oh, ho, ho. Boah. Ah, okay, da ist er. Wir haben gar keine Pfeile. Scheiße. Mach. Boah. Junge, hier muss man sich echt konzentrieren. Tor! Komm her. Nein. Oh, fuck. Ah. Greif ihn an. Los. Nein. What the fuck? Was geht hier ab? Huch. Wo ist er? Alter. Ich komme hier gar nicht klar. Ja. Los, nochmal. Komm. Nein. Ah, fuck. Ups. Was war denn das? Ja, komm schon. Ja. Wo ist er? Wo ist er? Nein, Alter, ich treffe nichts mit dieser scheiß Axt. Nein, oh fuck. Ach, schade, Mann. Schade, sehr schade. So, Leute, dritte Runde oder vierte Runde. Ich weiß es nicht mehr so genau. Auf jeden Fall habe ich jetzt mal diese Wings genommen, diese Jet Wings. Und ja, Leute, let's go. Überlebe. Jawohl, so. Ja, jetzt komme ich langsam so ein bisschen rein in das Spiel. Ich muss sagen, man findet auch recht schnelle Lobby hier, also es dauert echt nicht lang. Und ja. Und ich habe gerade so gemerkt. Was, einer schon tot? Bruder, was ist da los? Und ich habe gerade. Halt doch mal die Schnauze, Mädel. Ich merke gerade so, dass die Farben, die die Anzüge hier haben, tatsächlich immer unterschiedlich sind. Also ist es eigentlich egal, welche Klasse wir nehmen. Also ob wir jetzt den mit dem Handschuh nehmen oder den hier mit den Flügeln. Die sind immer unterschiedlich, die Farben. Ich weiß nicht, ob man das irgendwann mal individualisieren kann. Jetzt so, ne? Musste mal gucken, was ist denn hier? Wuch! Bruder, wo sind wir? What the fuck? Ist das jetzt ein anderer Teil der Map? Okay. Das heißt, es gibt also immer verschiedene Portale, wo man durch kann. Okay, das ist cool. In der Kiste. Okay. Wow, was war denn das, Alter? Ich dachte, da kommt jetzt was raus oder so. Ja, wer ist davon gekickt, Alter? Was ist denn das? The show director is now closing his own. War das gerade die Google-Sprechstimme? Die klingt doch so ähnlich. What the fuck? The show director is now closing his own.
The show director is now closing the zone. Oh, da ist ein Gegner. Oh, ich habe keine... Oh Gott. Ich muss mir echt mal angewöhnen, hier Pfeile zu craften. Komm her, Alter. Wenn wir sterben, sterben wir gemeinsam. Komm her, du Sau. Wow. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh shit, Bruder. Wen haben wir denn den geholt? Wir haben denn den geholt, Junge? Alter, der hat ja richtig kassiert von meiner Axt. Den habe ich Kopfnuss gegeben, sein Urenkel, Junge. Sein Urenkel, sein Urgroßvater, keine Ahnung. Oh, scheiße. Bruder, komm, noch ein Stück, lauf. Oh. Okay. Nein! Warum? Oh shit. Darwinian's shipment has arrived. Irgendwo da ist ein Gegner. Ja. Zwei Spieler sind noch. Oh, warte mal, ich habe eine Idee. Warte mal. Das ist zwar leicht verräterisch, also wir verraten es ein bisschen. Okay. Warte mal kurz. Einfach, um auf Nummer sicher zu gehen, craften wir uns jetzt nochmal so ein paar. Okay, mehr geht nicht. Gut, Bruder, komm her, wo bist du? 1 gegen 1, Walla. Okay, lass mal gucken. Hinweis. Der ist da oben. Komm her. Okay. Verstehe. So, auf den Angriff. Holen wir ihn nicht. Gewinnen wir die Runde, verlieren wir sie? Ich glaube, wir verlieren. Ohne jetzt gemein zu wirken. Komm, die Ratzen mal noch weg, Bruder. Oh mein Gott. Wo ist der Typ? Oh mein Gott. Einfach für den Fall der Fälle, falls wir uns nochmal was craften müssen. Oh, scheiße, Mann. Da! Mann! Konzentrieren, Alter. Nein! Oh fuck, er hat mein Schild weg. Oh. Wo ist er? Komm her! Bruder! Mann, ich den! Wo bist du? Oh, Junge! Komm her! Ja! Nein! Was? Er ist noch nicht tot! Komm her! Wo ist er? Ah, verflucht! Hab ich gewonnen. Oh mein Gott, Junge! Rasiert! Bam! So Leute, kommen wir mal zum Fazit für Darwin Project. Auch nach dieser geilen Runde gerade eben werde ich das Spiel jetzt mal neutral bewerten. Heißt also, hat Spaß gemacht. Ist es langzeitmotivierend und. Das werde ich jetzt alles mal bewerten. Und ich würde sagen, Freunde, wir machen das mit einem Punktesystem. Und zwar ist die Höchstpunktzahl, die man ein Spiel von mir bekommen kann, 5 Punkte. Und Darwin Project bekommt von mir 4 von 5 Punkten. Ja, klingt doch eigentlich im ersten Moment ganz gut. Und das ist es auch tatsächlich, weil ich bin ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass Darwin Project so gut ist. Ich habe echt gedacht, es wird so ein Abfuckspiel oder so ein langweiliges Spiel. Aber tatsächlich hatte ich jede Menge Spaß, gerade beim Zocken. Wir haben insgesamt 3 oder 4 Runden gespielt. Und man muss sagen, das Spiel lässt sich echt smooth spielen.
Auch wenn die Grafik jetzt nicht unbedingt mega geil ist für eine PS4, kann man sich da jetzt eher weniger beschweren. Beschweren kann man sich da normalerweise eher weniger. Ganz ehrlich, gute Spiele müssen grafisch nicht mega gut sein. Ich finde, gute Spiele müssen einfach vom Inhalt und vom Spaßfaktor her einfach gut sein. Und das hat Darwin Project eigentlich recht gut geschafft. Was natürlich den Inhalt angeht, kann man sich jetzt streiten. Das Spiel ist natürlich noch etwas leer, mehr oder weniger. Weil du hast im Endeffekt jetzt nur diese eine Arena, die drei Klassen und das war's im Endeffekt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass sich das mit der Zeit auch ändern wird und Updates kommen werden und Darwin Project bestimmt mehr Klassen bekommen wird und das dadurch mehr Umfang kriegen wird. Und bestimmt auch neue Maps werden bestimmt auch noch kommen. Und ja, was soll ich noch großartig dazu sagen? Es ist einfach auch so, dass man, wenn man das mal vergleicht, ist Darwin Project einfach viel fairer als die meisten Spiele. Zum Beispiel hast du diesen Abfuck-Faktor, wie zum Beispiel in Fortnite, dass du von irgendwo weggesniped werden kannst. Na gut, du kannst natürlich mit dem Bogen abgeschossen werden, aber es ist nicht so, dass du irgendwie one-geschottet werden kannst, obwohl du volle Rüstung hast und so ein volles Leben. Es funktioniert hier einfach nicht und das finde ich gut, weil Spieler somit auch die Chance haben zu gewinnen, auch wenn sie jetzt vielleicht mal von hinten attackiert werden und 2-3 Schläge kassieren. Und das finde ich gut. Was auch mega gut ist, ist einfach die Tatsache, dass jeder Spieler im Endeffekt die gleiche Ausrüstung hat, nur halt eine andere Klasse mit anderen Fähigkeiten. Das heißt, jeder Spieler hat einen Bogen und eine Axt. So. Und im Endeffekt ist das eigentlich alles ziemlich ausgeglichen, nur dass wir halt jetzt, wie gesagt, die anderen Klassen oder dass jeder eine andere Klasse sich ausgewählt hat. Im Endeffekt ist keine von den Klassen, die man sich auswählen kann, mega unfair oder hat einen mega großen Vorteil gegenüber anderen Spielern. Jede Klasse ist irgendwie praktisch und man kann sie überall gut anwenden, aber keine ist wirklich so OP oder so unfair gegenüber den anderen Spielern, dass es schon wirklich zu so einer OP-Klasse ist. Das heißt, wirklich alles in diesem Spiel, finde ich, ist bis jetzt sehr gut gebalanced, was jetzt so das... ja, wie sagt man, Klassensystem und Waffensystem angeht. Meiner Meinung nach muss auch jetzt nicht wirklich mehr Waffen eingefügt werden. Was man einfügen könnte, was ich ganz geil finden würde, wäre, wenn sie jetzt vielleicht noch mehr Klassen reinbringen würden. Das heißt, wenn man jetzt noch 2-3 zusätzliche Klassen reinbringen würde, wäre das vielleicht nochmal was, was die Spieler noch mehr motiviert, das zu spielen, um mehr Sachen auszuprobieren, um mehr den Spielstil zu individualisieren. Ich glaube, das wäre eigentlich eine richtig coole Sache. Und im Großen und Ganzen kann ich eigentlich nur sagen, Leute, wenn ihr Bock habt auf ein Spiel und ihr wisst nicht, was ihr zocken sollt, geht im PlayStation Store, geht auf Steam oder wo es das Spiel auch immer gibt und ladet euch Darwin Project runter. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen. So eine Runde geht maximal, was weiß ich, um die 10 Minuten und es ist einfach ein schönes Spiel für zwischendurch, wo man einfach mal 3-4 Runden am Stück spielen kann. Ja, auch mit Freunden lässt sich das Ganze bestimmt richtig gut spielen. Ob man das jetzt nur im Solo oder Duo spielen kann, kann ich euch jetzt nicht sagen. Aber ich glaube einfach mal, dass mit der Zeit Updates kommen werden, wo wir auch im Team spielen können mit Freunden und so. Ganz ehrlich, mir hat es mega viel Spaß gemacht und ich werde das Spiel auch weiter auf meiner PS4 behalten. Wie gesagt, es braucht um die 6 bis 7 GB, eigentlich überhaupt nicht groß. Ich denke mal, das kann sich jeder noch auf seine PS4 installieren, obwohl man jetzt vielleicht eigentlich schon fast einen ganzen Terabyte weggeklatscht hat oder fast die 500 GB, je nachdem, welche PS4 man hat oder welche PS4 mit welcher Speichergröße. Also Leute, holt euch das Spiel, zieht es euch mal ein paar Runden rein. Ich glaube, ihr werdet nicht enttäuscht sein. Wie gesagt, Leute, guckt mal nicht auf die Grafik, konzentriert euch mal nur auf das Gameplay, denn glaubt mir, gute Spiele brauchen nicht unbedingt gute Grafik, um jetzt top zu sein. Und ich glaube, das ist was, was heutzutage viele Spieleentwickler vielleicht nicht mehr sehen, weil sie sich teilweise viel zu viel auf die Grafik konzentrieren und nicht mehr auf das Gameplay. Aber gut, Freunde, ich will jetzt nicht mehr so viel darüber labern. Ich denke, ihr wisst meine Meinung zu dem Spiel. Zieht es euch einfach mal rein, wenn ihr Bock drauf habt. Darwin Project heißt das Ganze. Falls ihr jetzt nicht wisst, wie es geschrieben wird, guckt einfach in den Titel. Dann würde ich sagen, Freunde, danke ich euch fürs Einschalten. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge von Free to Play. Haut rein!